Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel, in dem ich mich vor dem zweiten Kapitel drücken will. Ja, ich kann Paper Marios, die Legende vom Eonentors zweites Kapitel nicht leiden. Denn Bubulio ist nicht der einzige Bubo, der uns hinterherlaufen wird. Und die können wir verlieren. Und die verlorenen Bubus müssen wir irgendwann wiederholen. Ich war noch nie in diesem Zimmer, fällt mir auf. Schon interessant. Mehr Sternenergie nach Schreinlager eines Partners. Okay. Wirkt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, der Sound ist zu leise. Ich war wieder auf Isaac-Modus. So. Jetzt sollte alles klarkommen. Klarkommen? Klar gehen. So. Ich habe für euch morgen, für mich übermorgen, das heißt Dienstag, frei. Das heißt, für euch nachher, für mich morgen, das heißt Montag, werde ich wahrscheinlich Minecraft streamen. Yeah. So, jetzt haben wir auch einen vernünftigen Konter gegen diese Scheißwitzer hier. Nämlich sie. Hurricane kann die einfach. Hurricane kann man, wenn man es richtig macht, einfach alle weghauen. Einfach so. Nee, kein cool Kommando. Schade. Oh, kein Bingo. Muss ja nicht immer sein. Sehr schön. Und den müssen wir uns nicht kümmern. Sekunde, ich muss kurz wem eine Nachricht schreiben. Lyris macht sich nämlich gerade, ich sag mal, Vorwürfe, dass sie nicht im Stream war. Was nicht schön ist. Und vor allem klingt das so, als würde ich sie dazu zwingen. Oder als müsste sie in meinen Stream kommen. Was auch Blödsinn ist. Der Einzige, der in meinen Stream kommen muss, bin ich. Aber ich denke, es macht auch Sinn, wieso. Komm schon. Fall. Yeah. Oh, verdammt. Wäre es auf Mario gegangen, wäre es ein Konter gewesen. Dann werde ich mit euch. Derweil probiere ich was fürs Zelda Four Swords Let's Play schon aus. Zugegeben, es ist noch eine Weile hin, bis ich Twilight Princess durch habe, aber ja. Ich denke, es macht trotzdem Sinn. Yeah. Fuck. Egal, wenigstens hat es nicht mich getroffen. So, Body Slam. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie weitergeht mit dem Action-Kommando, aber. Also mit dem Cool-Kommando meine ich nicht, ne? So, worauf ich mal Bock habe. Super Paper Mario. Aber dafür muss ich mir eine Dolphin Bar besorgen. Mein Wii kaputt. Wii Sensor Bar kann man nicht am PC anschließen, also kann ich da auch Dolphin nicht verwenden. Ich meine, ich habe ja das Spiel selber. Super Paper Mario. Ist auch noch funktionell. Funktional. Also wie auch immer man das sagt. Es funktioniert noch. Also würde ich mir erlauben, Eingang geheim, würde ich mir erlauben, das einfach so zu spielen, per ROM und so. Aber naja, da ist er, der geheime Eingang. Endlich können wir herein. Diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinger. Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Bühnenstar war? Mein Name, Madame Ari Airona. Airona. Ich bleib bei Airona.
war überall bekannt. Aber die Verruchtheit hinter den Kulissen, naja, das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich es satt und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. All diese kleinen Bubus mit ihren unverfälscht reinen Herzen. Sie erinnerten mich an mich, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herzen zurück ins Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich den Bubus unendlich dankbar. Deine Lippen sind mir viel zu dick. Nichts gegen dicke Lippen, aber heilige Scheiße, es sieht wirklich einfach nur aus, als hätte man einen Pfirsich leicht gedreht und drauf geklatscht. Auf ihren Mund. Mario, hier! Von innen ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell! Zeit, den Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen. Gehen wir, Mario. Keine Sorge, wir wechseln erstmal zu Gumbrina. Denn hier gibt es wieder neue Gegner. Okay, vielleicht nicht direkt, aber. Ja. Komisch. Sonst sind sie alle hier. Hallo, Bubuma. Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo. Oh. Da sind die Wichser vom Anfang. Ab nicht gut. Da kümmern wir uns drum. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Hey, warte mal, der da. Ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na dann knöpfen wir uns vor. Aber wir haben Anweisungen von Oberst Prozillus, sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Denk doch mal nach, Trottel. Wenn wir ihn fertig machen, streichen wir den Ruhm ein. Stimmt auch wieder. Also, los auf ihn. Und los! Tja. Idioten müssen Idioten. Müssen immer Idioten bleiben. Und Handlanger von Bösewichten in Videospielen erst recht. Das ist ein Blutsoldat. Hier steht, sie gehören zur Organisation der Kutsionen. Und sie stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Maximal KP 4, Angriffskraft 3. Im Kampf verwenden sie gerne Kraftpunsch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuchen wir schnell mit diesen Kerlen aufzuräumen. Ja, weil ich keine Lust auf die Feuerblume habe, aber den nicht one-hitten kann. Anders. Machen wir einfach mal fix eine Sternattacke und dann ist gut. Es gibt nur zwei wirkliche Sternattacken. Möchte ich nur mal angemerkt haben. Es gibt einen Move für jeden Stern, aber Sternattacken wirklich nur eine. Was ganz interessant ist, aber. Nach dem nächsten Fight kriegen wir auch schon unser Dings ab. Eine skandalöse Niederlage. Aber das nächste Mal kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollten Oberst Crocillos Bericht erstatten. Okay, mach zu, alles gut. Wie du die fertig gemacht hast, Mario, unvergleichlich. Aber wir wissen immer noch nicht, wo die anderen sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. Wieso um alles in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus, ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig. Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle aufpressen. Oh, du? Sind da noch mehr von uns? Ja, okay, das lese ich jetzt nicht vor. Das sind viel zu viele kleine Sätze. Hab doch keine Angst, Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genauso wie die beiden eben. Was, wenn der uns fertig macht? Oh. Also, darf ich vorstellen? Mario. Halt! Woher sollen wir wissen, ob er wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, den diese Typen geschickt haben. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen könnten diese Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne große Baum endlich wieder uns gehören.
Hör dich doch an, Bubulio. Du spielst dich hier wie der große Anführer auf. Du hast doch gar keine Ahnung, was passiert ist, seitdem du weg warst. Wie? Was? Was redest du da? Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die anderen sind gefangen genommen worden. Von denen. Sie haben alle auch Bubuma und deine Schwester. Was, Bubulia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, die haben sie alle mitgenommen. Nur weil wir ihnen nichts über die irgendwelche Juwelen sagen konnten. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubulia. Wir müssen ihnen helfen. Wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch eh keine Chance. Zu allem Übel haben sich auch noch diese Picatos mit denen verbündet. Die denken, so können sie sich die Herrschaft über den Baum sichern. Wir sind am Ende. Daran wird auch dieses bärtige Original nichts ändern können. Das bärtige Original. Oh, gut ausgedrückt. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten diese Picatos oder wen auch immer schlagen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns dieser bärtige Wicht doch erst doch mal zeigen, was er kann. Was soll das denn jetzt? Also, wenn du und dieser Schnauzertyp es schafft, die anderen zu befreien, dann bin ich auch bereit, euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Und ob es dazu kommt. Oder Mario, gehen wir. Wir werden sie befreien. Klar werden wir das. Klar werden wir das. Ich liebe den Speicherblock. Der sieht fantastisch aus. So. Hier brauchen wir zum Beispiel 10 Bubus. Wenn wir irgendwo unterwegs einen verlieren, wir werden an dem Punkt nur 10 haben. Tja. Dann dürfen wir suchen gehen. Und sagen wir es so, der Baum ist nicht gerade unverzweigt. Dreh dich doch um, Mario. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Denn der Gegner wird schon genug meiner Aufmerksamkeitsspanne ziehen. Das ist ein Kruzimat. Diese Dinger werden von den Kruzionen hergestellt. Maximal KP 3, Angriffskraft 2. Wenn sich Mini-Kruzimaten in der Nähe befinden, werden sie unangreifbar. Also musst du zuerst die Mini-Kruzimaten ausschalten. Ein Mini-Kruzimat ist übrigens das da. Das ist ein Mini-Kruzimat. Maximal zwei von ihnen schützen einen Kruzimaten. Angriffskraft 1, Verteidigung, ja, der Rest 0. Diese Dinger sind schuld, wenn Attacken auf einen Kruzimaten wirkungslos verpuffen. Mach sie fertig, bevor du einen Kruzimaten angreifst. Erona hilft bestimmt gerne. Ja, das klingt sinnig. Klingt mir erstaunlich sinnig. Nur dieses Mal haust du deine Rübe an den an. Und ich hau dem seine Rübe ein. Ja. Level up! Und wir nehmen wieder die Ordenpunkte. Denn die Orden sind halt einfach so fucking nützlich, ne? Aber nächstes Mal werden wir höchstwahrscheinlich Dingens nehmen. KP. Man kann übrigens, soweit ich das in Erinnerung habe, ein Maximum von 30 Ordenpunkten haben. Also, ja. Ach, der nimmt gleich 3 ein. Ja, nee, dann nehmen wir den nicht. Dann nehmen wir den und den. Ja. So.
Dann spring halt nicht drauf, Mario. Wenn du nicht willst, will ich auch nicht. Oh, Junge. Was mache ich da am besten? Einmal das und dann... Okay, das hat nicht funktioniert mit dem Cool-Kommando. Wäre besser, wenn ich wüsste, oh nein, Schwirrer. Tja. Das ist leicht unangenehm. Ich glaube, dass das nicht daneben kann, daneben gehen kann, also von daher. Also, wenn es die Gegner überhaupt trifft. Weil die Stage unten muss ja den Gegner erstmal berühren. Und wenn der Gegner zu weit oben ist, dann brauchst du die maximale Anzahl an... ...an Dingern. Oh mein Gott. So. Zugegeben, den Kruzimaten hat es nicht getroffen, aber... ...da hatten wir Glück. Ausnahmsweise einmal. 69 Münzen, nice. So. Ich hoffe, das wird nicht allzu scheiße hier. Oh Mann, ob wir wohl jemals eins von diesen Sternjuwelen finden? Diese Bubus, die wir uns geschnappt haben, wissen ja wohl auch nichts darüber. Mann, ich bin überarbeitet. Ich könnte glatt im Stehen einschlafen. Und schon schläft er. Oh, da ist ja Bubuma. Bubulio, du bist zurück? Gut, siehst du aus. Aber was machst du eigentlich hier, Bubulio? Was ich hier mache? Na, dich befreien natürlich. Ach so. Na dann, schönen Dank. Aber vielleicht solltet ihr erstmal die anderen befreien. Die anderen sind die anderen denn auch hier? Ja, also die anderen sind hier. Gefangen. Diese Typen nehmen keine Rücksicht auf Ältere. Lest das selber weiter. Bubulio, mein Bruder. Bist du es wirklich? Bubulia. Da bist du ja. Bubulio, ich bin froh, dich zu sehen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ist doch selbstverständlich. Und ich habe einen starken Verbündeten mitgebracht. Wir werden euch gleich rausholen. Habt noch ein wenig Geduld. Natürlich, wir vertrauen dir, Bubulio. Mario, zuallererst müssen wir den Zellenschlüssel finden. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, hey. Hallihallo, so trifft man sich wieder. Hey, du bist doch diese diebische Ratte. Was hast du denn hier zu suchen? Naja, eigentlich bin ich hier, weil es hier tolle Orden zu finden geben soll. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so ein Stress wird. Mario, du Rattenheld. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was? Schon wieder ein Kuss? Was denkt ihr sich? Ach, fast hätte ich es vergessen. Dieses Sternjuwel, das du suchst, muss irgendwo ganz unten in diesem Baum sein. Ich hoffe, du findest es vor diesen garstigen Typen. Also, pass gut auf dich auf, mein Superschnauzer. Bis bald. Ich fasse es nicht. Diese widerliche Kleptomanin. Wirklich unausstehlich. Hey, ihr da! Ihr, was fällt euch ein? Mich einfach von hinten? Das werdet ihr mir büßen. Ja, ich werde es dir büßen. Ich werde es dir büßen. Glaube ich dir auch. Flucht nicht möglich, aber ich bin ganz ehrlich. Flucht nicht nötig. Ich muss nicht mal was machen an dem Punkt. Ich kann doch einfach warten. Meine Dose. Dingensbogen muss öffnen. Schlüsselrot. Ultrapilz, sehr schön. Der macht wie schon Ultrapilz. Der hält 50 KP.
Kumpel? Wozu? Okay. Einmal nachgeguckt, was so los ist. Und dann Schluck getrunken. Trinkt auch was. Gut für euch. Bubuma, komm, wir holen dich hier raus. Du Trottel. Bubulio, setz dich dahin und hör mir zu. Was? Wieso? Was hab ich? Hab ich was falsch gemacht? Bubuma, wir wollten doch nur helfen. Was stammelst du da so rum? Hör mir lieber gut zu, du grünen Schnabel. Rennst mir nichts, dir nichts davon und lässt deine kleine Schwester allein zurück. Aber ich wollte doch nur helfen. Unterbrich mich gefälligst nicht mit deinem hirnlosen Geplapper. Kein Wunder, dass dich alle für einen Einfallspinsel halten. Wenn ich daran denke, dass das Schicksal unseres Volkes bald in deinen Händen liegt. Nicht auszudenken. Also hör mir gut zu. Eine Stunde später. Fatal. Hast du das kapiert? In Zukunft ist Schluss mit solchen Flausen. Ja, Bubuma, ich werde mich bemühen. Bemühen reicht nicht. Wie auch immer, was machst du eigentlich hier, Bubulio? Wie ich dir gerade sagte, ich will euch alle befreien, oder zumindest erstmal dich. Sag das doch gleich, worauf warten wir dann noch? Oder muss ich mir erst die Gicht holen bei der Kälte hier? Ich weiß nicht genau, was die Gicht ist, aber wahrscheinlich eine Krankheit. Und weg ist sie. Ganz die alte Bubuma. Na gut, dann. Und du, Bubulia, hab noch ein wenig Geduld. Ich bin bald zurück. Ich werde auf dich warten, Bubulio. Bubulio, da bist du ja. Ich glaube, Bubulio ist nicht hier mit drin. Naja. Wollen wir zurückgehen. Mal gucken, wo Bubuma hin ist. So. Und hopp. Oh, der Part ist nicht mehr so lang. Oh. Glücklicherweise müssen wir den schlimmsten Teil hier diesen Part machen. Das ist das Problem von Zukunfts-Shiny. Hey, Bubulio. Hätte nicht gedacht, dass du Bubuma wirklich befreist. Ich hab's dir doch gleich gesagt, oder? Krieg dich wieder ein. Das gibt dir noch lange nicht die Berechtigung, dich so aufzuführen. Und diesem schnauzbärtigen Typen traue ich auch noch nicht über den Weg. Gut, das war für den Anfang nicht schlecht, aber was ist mit den anderen? Bevor du die nicht befreit hast, mache ich keinen Finger für dich krumm. Dumpfnase! Du kapierst doch auch gar nichts. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und unseren Baum zurückerobern. Geht das in deine Motzspinne rein? Aber... Spar dir das, Bubulas. Du wirst dem Schnauzer da... Wie war gleich der Name? Cabrio, oder? Mario! Er heißt Mario und er ist ein Star-Bubuma. Ja, schon gut. Ihr werdet also alle mit diesem Mario unseren Baum befreien. Alles klar, Bubuma, wenn du meinst. Naja, und ehrlich gesagt, Bubulia ist mir auch, ja auch nicht gleichgültig. Versuchen wir es also, alle zusammen. Meine kleinen Bubus, so kenne ich und liebe ich euch. Sehr schön. 10 Bubus mehr gehören jetzt zum Team. Und sie machen rein gar nichts. Außer zu nerven. Ich danke euch allen. Ach übrigens, ich habe auch eine Frage. Wir suchen ein Sternjuwel. Weißt du vielleicht irgendwas darüber? Das Sternjuwel. Ich denke, ganz unten in diesem Baum ist irgendein seltsam gefärbter Edelstein. Unsere Aufgabe ist es, darüber zu wachen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. Und die Legende sagt, wir sollen den Stein einem Held mit einem reinen Herzen geben. Vielleicht ist das euer Sternjuwel. Also, Cabrio, ich denke, du bist der Held unserer Legende. Und du sollst dir das Sternjuwel holen, bevor diese Provokateure es tun. Ich hoffe sehr, dass so auch unseren Baum zurückbekommen. Na gut, such das Sternjuwel ganz unten in dem Baum. Halt, Moment noch. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Um das Sternjuwel zu bekommen, musst du zunächst alle anderen befreien. Du brauchst jeden einzelnen von ihnen, sonst kommst du nicht zu diesem Sternjuwel.
und nimm dieses Bubuwel. Es zeichnet dich als Anführer der Bubus aus. Es ist einfach nur eine Sonne. Es versammelt die Bubus um dich, wenn du es in die entsprechenden Podeste legst. Aber vergiss nie, es wieder an dich zu nehmen. Sonst können sich die Bubus nicht mehr von der Stelle rühren. Also Mario, sollten die anderen befreien. Ach, noch etwas. Assus dann bald, Popoma. Verzeiht mir, ich bin in letzter Zeit wirklich vergesslich geworden. Also, wenn du auf deiner Suche nach dem Sternjuwel einige der Bubus verlierst und sie nicht wiederfinden kannst, dann komm hierher. Ich kann sie dann mit einem Schrei rufen. Du hast verstanden? Ja. Und dann muss man wieder von hier anfangen. Und egal, was passiert, den nervigen Part wirst du wiederholen müssen. So oder so. Hey, eine Röhre. Super Sache, dieses Bubuwel. Los, gehen wir hinein. Sehr schön. Da hauen wir nochmal einen über die Rübe. Weil das erste Mal hat ja nicht... Oder euch. Weil das erste Mal hat ja offensichtlich nicht gereicht. So. Oh. Und Gobrina, du darfst. Sehr schön. Uff. So, nimm mit. Und wir wollen jetzt hier runter. Denn hier unten gibt es noch was zu holen. Da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Achso, ja. Insignie. Donnerzorn. Okay, Hotelgutscheine brauchen wir keine 20. So, das wäre schon der erste Moment. Das ist schon der erste Moment, wo wir die Bubus verlieren können. Aber naja. Ja, wir brauchen die hier drüben. Aber, wie gesagt, nächster Part. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao, Kakao. Die nächste Folge wird morgen kommen, keine Sorge.